So, Leute, dann, ja. Gucken wir mal. Vielleicht können wir das schon als finalen Part machen. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Aber wäre das schon mal eine ganz gute Sache. So, Stücke. Hier drauf. Der Jäger. Geh mal bitte tanken. Ein bisschen schneller, bitte. Ja, wunderbar. Okay. Sehr gut. Passt. So. Das war eigentlich jetzt nicht geplant, dass du dich da hinstellst. Ist jetzt egal. Da mal eine Platz. Hier hin. Oder hat der Schussreichweite? Infanterie? Artillerie. Was ist denn da jetzt drin? Ach, das ist ein scheiß Bunker. Okay. Panzer. Hier ist nichts. Gucken wir hier. Hier ist auch nichts. Ja, hier war noch was, genau. Komm mal her. Nö. Gut, hier wäre auch alles geräumt. Kriegen wir den Süden vielleicht sogar jetzt geräumt? Ja. Truppen und Material hätten wir. Das sollte nicht das Problem darstellen. Passt. Tanken. So, dann. Ja, komm schon. So, lass mich gucken, ob hier noch was ist. Nein, hier ist alles okay. Okay, hier ist auch nichts. Die Wälder sind auch leer. Das heißt, wir haben im Süden ist wirklich alles leer. Das ist doch schon mal gut. Okay, so. Jetzt geht's hier oben im Norden weiter. Das ist ein bisschen verzwickter. Ja, wir machen das jetzt. Ich habe noch einen Bomber. Wir machen erstmal Aufklärung.
So. Dann sollten wir eine Flak ausschalten wenigstens. Und zwar so. Na, immerhin. Nein, das hat der... Ah, ist nicht wahr. Nee. Aber Moment mal, ich hab doch hier... eine Flak. Und jetzt solltest du den sogar hinkriegen. Ist nicht wahr. Okay. Ja, wunderbar. 2-4 wegen dem hier, ne? Mhm. So, aber jetzt habe ich hier... Jetzt kann hier die Luftwaffe agieren. Perfekt. So, Jäger. Hat man. Oh, perfekt. Ohne weg. Jawoll. Und rein mit dir zum Tanken. Du sollst eigentlich da rein und tanken. Danke. Du musst auch tanken. Sehr schön. Moment mal. Da ist nix. So, die Artillerie. Perfekt. Muss ich das jetzt hier wirklich unter großen Verlusten... Na gut, dann los. So, Artillerie, hier drauf. Ja, jetzt geht's hier oben. Sehr schön. Nein, nein, doch nicht jetzt. Okay, dann tob dich hier aus.
Ja, das kam jetzt richtig ungünstig, zum beschissensten Zeitpunkt, wo es kommen konnte. Ja, das können wir machen. Ich habe auch keine Luftwaffe jetzt mehr hier, ne? In dem Gebiet. Ja, gut, du, aber das bringt mir nichts. Nein, nicht wirklich. Okay. Ich hatte doch noch einen hier. Sehr schön. So, der hat den weggehauen. Das ist schon mal gut. Dann als nächstes 2-7. Wir müssen erstmal den da wegkriegen. So, Sturmgeschütz hier drauf. Okay, hier hin. Zwei, sieben, ja komm. Ich da nicht ran. Oh Gott, was wäre das? Ist ja schlimm. Ey, das ist jetzt nicht wahr. Eieiei. Danke sehr. So. Erstmal hier drauf. Schlimm, dann kann ich dem hier wunderbar hinterhergeiern. Natürlich überlebt er mit einem, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht wahr, ey. Okay. Hier drauf. All strategic key points have been captured, General. The Soviets are at full retreat. Excellent. Things are proceeding according to plan. As expected, the USSR has turned out to be a colossus standing on feet of clay. Their western border defense never stood a chance, and the Wehrmacht has kept its honor as the master of modern war. Proceed with the advance, General. If this continues, within a few months, we will be holding the USSR by the throat.
Okay, ich habe eine Einheit nicht getötet. Ach. Da ist ja noch einer. Den habe ich ja gar nicht eben gesehen. Jetzt. Oh, meine Fresse. Ich habe schon gedacht, oh, bitte lass mich jetzt nicht die ganze Karte absuchen. Weil das ist das Mieseste, was dir passieren kann. Alle haben keine Spritprobleme. Wunderbar. Ich mir hier nochmal genauer an, ja. Boah, gut. Gut. Krass. Wir haben es echt geschafft. Das war aber auch wirklich ein Hardcore-Manöver, wie ich da teilweise bei manchen Stellen durch bin. Aber es gab richtig zwei geile neue Einheiten. Also auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass es echt gute Einheiten sind. Hier die Artillerie. Also wirklich mit Reichweite 4 nicht übel. Also damit kann man echt mal was anfangen. Munition, ich denke mal bei einer Beförderung nachher gebe ich dir, glaube ich, mal Munition. So, mit 5er Munition ist die dann ganz ganz schön gut dabei. Aber perfekt ist halt hier so ein KV-Panzer. Ich meine, in Standard hat der jetzt schon Werte, das ist ja Wahnsinn. Und der hat auch nicht mal Ausrüstung. Das heißt, der wird richtig hochhämmern. Hat halt nicht stark gegen Panzer, ne? Aber es ist Wahnsinn, was der an der Verteidigung schon als Grundwert hat. An der Verteidigung als Grundwert. Na, und dann kriegt er nur noch plus 2 Starts hier und ist Wahnsinn. Okay, wir haben alles. Gucken wir uns mal den Orden an. Ja. Großkreuzorden. Der Krone von Rumänien. Plus 1 Bewegung für die HQ-Einheit. Gestiftet vom Königreich Rumänien. Okay, cool. Die HQ hat jetzt eine Bewegung mehr. Orden des Deutschen Adlers 1. Klasse. Plus 3% Prestigegewinn für den erfolgreichen Abschluss der Operation. Okay, kriege ich auch Kommandopunkte? Weil ich habe ja alles. Verluste, ein Aufklärer. Ah ja, und die Artillerie. Ansonsten hätten wir hier keine Verluste gehabt. Das war ganz gut. Was ich nicht zufrieden war, war vielleicht diese Panzerabwehr, weil die war relativ, weiß nicht, irgendwie hat sie, aber sie hat jetzt mal Erfahrung gesammelt, das ist schon mal ganz gut. Aber wow. Okay. So, dann, Leute, gucken wir uns an, was da jetzt kommt. We have overwhelmed the Red Army and in 2 weeks advanced over 500 kilometers deep into the Soviet territory. If we continue such a swift offensive, we will likely finish the war before the winter comes. All of us have to say thank you to our Führer for his unparalleled strategic mind. Indeed, my Blitzkrieg strategy has worked out brilliantly. There can no longer be any doubts about our success. In my opinion, the outcome of this war is already clear. I think it is a premature assumption. We cannot allow the Red Army to get its bearing and start retaliation. Under no circumstances should we lower the tempo of our armored forces' advance. Guderian, let me assure you, we will adhere to the Barbarossa plan. Of course, our armored troops will remain on the edge of our tech and play a key role in it. My Führer, are you sure that the hospitable reception of Russian technical experts on our military production lines I witnessed last year was a wise move? They have much heavier tanks, which gave us all sorts of trouble. Who knows what else they could come up with using our technology? Don't fret, Guderian. Even the most advanced technologies of the Reich in the hands of the Russian barbarians are practically useless and certainly cannot stop our advance.
So, Operation Barbarossa ist durch. Als nächstes geht's, können wir uns mal gerade noch angucken, nach. Nächste Operation, Belagerung Leningrads, okay. Gibt's da irgendwas, was wir jetzt hier hin? Das ist mausefalle Griechenland. In dem du. Das ist das Neueste. Ukrainische Freiwillige, du hast das Vertrauen der Ukrainer gewonnen. Erhalte 10% Begünstigung auf die Anforderungen von Infanterieeinheiten. Okay, sehr schön. Gut. Leute, aber ich beende dann jetzt hier den Part. Ja, wir haben nach einer heftigen Schlacht halt auch. Und auch erfolgreich sogar von dem Runden her hätte ich nicht gedacht. Also ich habe eigentlich noch mit einem Part Minimum gerechnet, aber es ging doch gegen Ende dann doch ruckzuck schnell. Münz war dann doch schnell geknackt. Aber es ist schon heftig trotzdem, was sie da alles noch stehen hatte. Die Überlegung ist echt das Thema Bomber, dass ich da vielleicht noch eine Stuka als nächstes wohl holen werde. Weil das kann absolut nicht schaden. Man sieht, wie wichtig diese Bomber da halt auch sind. Wie oft die einen wirklich da rausreißen. Muss man mal gucken, dass vielleicht noch eine Stuka auf jeden Fall mit in die Armee mitkommt. Die Dinger sind halt schweineteuer, das darf man doch nicht vergessen. Aber hey, Kommandopunkte haben wir leider keine bekommen. 59 hatten wir das letzte auch oder hatten wir 58? Ich weiß nicht, 58 oder 59? Muss ich mal nochmal gucken, weiß ich nicht mehr genau. Aber so jetzt bleiben wir momentan bei den Kommandopunkten stehen. Gut, wir werden beim nächsten Mal wieder ganz normal uns anhören, was hier Sache ist halt auch. Und dann gucken, was wir hier machen. Ich habe hier vor, das eine zu holen mit den Sternen. Aber es wird sich jetzt zeigen, ob ich vielleicht was brauche. Oder ob, wenn das mit den Infanteriewaffen da jetzt fertig ist, denke ich, werde ich diese Infanteriewaffen wohl diesen Skill da holen, weil plus 2 für Infanterie. Ich meine, das ist schon sehr wichtig. Aber das gucke ich beim nächsten Mal und gucken wir uns das in Ruhe an. Das war's von dem Part. Das war der erste Teil von Operation Barbarossa. Wir sehen uns dann bei Leningrad. Bis dann und ciao.